Joomla E-Commerce. Als erstes stellt sich so ein bisschen die Frage, warum eigentlich ein Content-Management-System als Basis für E-Commerce zu nehmen. Man liest das immer wieder, dass das belächelt wird und dass viele, gerade so im Bereich Magento oder was auch immer, Oxid und so weiter, eben auf Standalone-E-Commerce-Extensions, wenn man jetzt im Shop-Bereich ist zum Beispiel, dass die darauf schwören und das eigentlich als die ernsthaftere Variante sehen. Ich persönlich und glücklicherweise viele andere sehen das nicht so. Ich finde eigentlich, dass es eine sehr gelungene Kombination ist, einen Internetauftritt mit E-Commerce zu verbinden, gerade für kleine, mittlere Unternehmen, die reinwachsen wollen, zum Beispiel in E-Commerce, ist das ein sehr guter Einstieg. Die haben ihre Internetpräsenz, verkaufen da vielleicht 2, 3, 4 Produkte oder haben erstmal ein Anfragesystem und so weiter und wachsen da letztendlich rein. Und letztendlich braucht sich Joomla als Basis für E-Commerce eigentlich auch nicht zu verstecken. Wenn man die Zahlen sieht, die sind natürlich im Open-Source-Bereich, sag ich mal, immer Pi mal Daumen, dann gibt es sehr, sehr viele, also allein für Joomla, für Virtumat gibt es eine Internetseite, die sagt, es gibt 150.000 Seiten, wo ein Virtumat drauf läuft. Gibt es eben sehr, sehr viele Seiten, die Joomla E-Commerce betreiben. Und E-Commerce ist ja auch noch weiter gefasst als nur Shop-Systeme jetzt. Und von daher ist Joomla eigentlich eine sehr ernstzunehmende Basis für E-Commerce. Wird eben, wie gesagt, oftmals nicht so gesehen und oftmals belächelt. Dabei hat Joomla ein sehr verlässliches Framework, muss man wirklich sagen. Also man kann sehr gut auf Joomla programmieren. Wenn man sich an das Joomla Framework hält, hat man auch einen hohen Standard an Sicherheit in der Regel schon und kann eben eigentlich sehr, sehr verlässlich, sehr, sehr umfangreiche Applikationen gut und sicher programmieren. Joomla bietet eben eine sehr gute Basis, auch durch die einheitliche Bedienung im Backend. Das heißt, wenn einer Joomla kennt, dann kann er sich in der Regel auch mit den zusätzlichen Anwendungen anfreunden. Und für viele ist eben tatsächlich die Internetseite und E-Commerce-Applikationen aus einem Guss wichtig. Ein großer Vorteil ist auch zum Beispiel die Suchmaschinenoptimierung. Wenn man eine Domain hat für seine normale Internetpräsenz und hat jetzt ein externes Shop-System, sieht man oft, dann ist die angebunden über shop.domain.com oder was weiß ich was, oder vielleicht auch manchmal über eine ganz andere Domain. Da teilt man sich im Prinzip sein vielleicht gutes Ranking als Internetseite und vergibt letztendlich Chancen, die bei einer gemeinsamen Nutzung einfach da sind. Auch letztendlich innerhalb der Seite sozusagen auf Shop-Elemente oder E-Commerce-Elemente zu verlinken im Content ist eben ein großer Vorteil von Joomla. Gut, E-Commerce sind eben nicht nur Shop-Systeme. E-Commerce teilt sich in viele Bereiche. Das sind, um ein paar zu nennen, Online-Shops, Subscription-Systeme, bezahlte Inhalte, also Paid-Content, Membership-Systeme in Kombination mit jetzt über 8000 Erweiterungen im Joomla Extensions Directory. Nachher haben wir noch ein paar mehr Beispiele. Ad-Server, Anzeigen, Marktplätze und so weiter und so fort. Das kann man ja alles im weitesten Sinne unter E-Commerce mit zusammenfassen. Ein Problem bei Joomla ganz besonders ist die Qualität der Extensions. PHP und wie gesagt insbesondere Joomla haben ein Problem. Es ist relativ leicht zu erlernen und jeder Hans und Franz kann sich hinsetzen und irgendeinen Wurstcode zusammenschreiben und den auf dem JIT veröffentlichen. Da guckt kein Mensch drauf, ob das gut ist, schlecht ist, sicher, langsam oder nicht. Deswegen ist es einfach leider so, dass im JIT, also im Joomla Extension Directory, wird im JIT normalerweise abgekürzt, dass da sich auch eben viele Extensions tummeln, die einfach auf Deutsch gesagt scheiße sind. Und da gibt es auch Erweiterungen, zum Beispiel für Virtumat, die so eine Seite in die Knie zwingen. Also wir machen einen Virtumat-Service und ich weiß noch mal, hat uns mal einer angesprochen, seine Seite würde, wenn da mehr als 10 Leute drauf sind, zusammenbrechen. Und dann haben wir festgestellt, dass er einfach ein Modul installiert hat, was tausende von Queries bei jedem Seitenaufruf generiert hat. Weil der das programmiert hat, hat vielleicht 3 Produkte im Shop gehabt. Und der es jetzt einsetzt, hat ein paar tausend Produkte im Shop gehabt und durch irgendeine blöde Programmlogik hat das Ding
Tausende von Queries, also Datenbankabfragen produziert. Und bei 10 Leuten auf der Seite hat der Datenbankserver gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr mit. So, und das ist ein Problem der Joomla-Erweiterung überhaupt. Und im E-Commerce-Bereich ist das natürlich tödlich, wenn eins dieser Qualitätskriterien, sag ich mal, nicht erfüllt wird. Also Sicherheit steht natürlich im E-Commerce-Bereich immer ganz oben an erster Stelle. Das muss gewährleistet sein. Performance ist wichtig, Usability ist wichtig für den Endkunden sowohl als auch für den Shop-Betreiber. Erweiterbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den kommen wir auch gleich noch. Template-Fähigkeit und die Code-Qualität. Ich sag mal so, die drei unteren Punkte lassen sich als, sag ich mal, reiner Anwender schwer beurteilen in der Regel. Die Erweiterbarkeit, okay, da kann ich reingucken, wie viele Extensions gibt es, okay, dann kann ich davon ausgehen, dass es relativ gut erweiterbar ist. Template-Fähigkeit, wenn ich da im Forum sehe, dass da 5000 Fragen ist, wie ich den Add-to-Cart-Button von links nach rechts bringe, dann kann ich mir auch denken, die Template-Fähigkeit ist nicht so toll, wenn da schon für so einfache Sachen ganz viele Fragen gestellt werden. Aber auch gerade die Code-Qualität ist ein entscheidendes Kriterium, was man eigentlich, sag ich mal, als Programmierer eben beurteilen kann. Wir sind ja nur eine kleine Runde, wenn irgendwo Zwischenfragen sind, könnt ihr natürlich jederzeit reingrätschen und mit Zwischenfragen. Wie gesagt, die Funktionalität ist für den Shop-Betreiber oder für den E-Commerce-Anwender natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium. Ganz oben natürlich die Abdeckung der eigenen Anforderungen, die ich habe. Die müssen natürlich erstmal ermittelt werden. Muss ich erstmal im Klaren sein, was habe ich überhaupt für Anforderungen, was will ich machen. Wenn man dann eingegrenzt hat, welche Extensions überhaupt in Frage kommen, dann geht es eben darum, gibt es Zahlungsartensysteme für diese Extension, Versandsysteme. Und ganz wichtig, sind die rechtlichen Anforderungen abgedeckt. Wir sind hier in Deutschland und Deutschland ist eines der Länder, die relativ hohe rechtliche Anforderungen an E-Commerce-Systeme und insbesondere Online-Shops eben haben, wo man wirklich ganz schnell ins offene Messer laufen kann. Wir hatten gestern Nachmittag ja wieder den sehr interessanten Vortrag der Anwältin, die über rechtssichere Online-Shops eben gesprochen hat. Und da wird einem schon manchmal anders, auf was man alles achten muss. Und das sind Dinge, die muss natürlich die Erweiterung, die wir einsetzen wollen, überhaupt erlauben. Und da gibt es in Deutschland wirklich ganz viele Anforderungen, ganz viele Vorschriften, die berücksichtigt werden müssen. Und da habe ich jetzt einfach nochmal die vier allerwichtigsten genannt, die abgedeckt werden müssen, die auch bei den meisten Extensions zu Problemen führen. Das ist zum einen die Preisdarstellung, das ganz normale Brutto-Netto, man darf keinem Endkunden den Nettopreis anzeigen und so weiter. Dann Geschichten wie die Basispreisangaben, wenn ich eine 0,7 Liter Flasche verkaufe, muss ich einen Literpreis mit angeben und solche Geschichten. Das muss eben unterstützt werden. Dann das Steuersystem ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass eben Mehrwertsteuer korrekt abgerechnet wird, gerade in Bezug auf Rabatte und solche Geschichten, dass das richtig gehandhabt wird. Und EU-Regularien, das habe ich gestern ein bisschen unglücklich ausgedrückt, es ist so, wenn Sie einem Franzosen erlauben, in Ihrem deutschen Shop zu bestellen, müssen Sie auch nach Frankreich liefern. Können Sie nicht ablehnen dann. Es herrscht zwar Vertragsfreiheit in Deutschland, das heißt, wenn Sie Vorkehrungen schaffen, dass dieser Franzose nicht auf Ihrer Seite bestellen kann, indem Sie französische Lieferadressen nicht zulassen oder was auch immer, dann ist es okay, aber wenn Sie es zulassen, weil zum Beispiel die Lieferadresse einfach das Land ein Textfeld ist, wo er es eintragen kann und kein Dropdown, dann müssen Sie liefern, egal ob Sie da selber draufzahlen, weil Sie, was weiß ich was, so hohe Versandkosten haben oder was auch immer. Es ist eben so, wenn Sie es zulassen, müssen Sie liefern. Das sind so eben Dinge, die muss man wissen. Und wenn die Software das nicht unterstützt, kann man da eben schon mal ins offene Messer laufen. Gut, die geforderten Elemente kennt sicherlich jeder. AGB, Impressum, Widerrufsbelehrung und so weiter und so fort. Die müssen an bestimmten Stellen im Checkout-Prozess sein. Sie müssen nachvollziehbar, also es muss nachvollziehbar sein, dass der Kunde die gesehen hat und sozusagen auch abgenickt hat. Sonst haben Sie unbegrenzte Widerrufsfristen und so weiter und laufen da eben genauso ins offene Messer.
Ja, die Qualität der Anwendung, wenn ich da einfach mal auf die Merkmale gehe. Ups, das war jetzt ein zu weit. Wenn ich da auf die auf die Merkmale gehe, dann ist die Nutzung des Joomla-Frameworks, wenn wir über Joomla-Anwendungen reden, eigentlich Grundvoraussetzung. Das garantiert eine Kompatibilität zu Joomla, das garantiert, wie gesagt, einen relativ hohen Sicherheitsstandard und dass die Anwendung, wir sind ja im Open-Source-Bereich, dass die Anwendung auch von einem anderen Programmierer, der sich mit Joomla-Anwendungen auskennt, übernommen werden kann. Weil, ich meine, wir reden hier nicht über irgendein Modul, was ein Bild aus einer Bildergalerie anzeigt, sondern über E-Commerce. Da investiert man in der Regel was rein, sei es auch nur Arbeitszeit, aber das soll ja die Basis für irgendwas Geschäftliches sein. Und stellen Sie sich vor, Sie haben 1,5 Jahre irgendwie in Ihr E-Commerce-System investiert, es läuft relativ gut, Sie haben da 500 Produkte drin und plötzlich sagt der Open-Source-Programmierer, ach, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, lass irgendjemand anders machen. So. Jetzt hängen Sie aber davon ab und das ist irgendein Kraut- und Rüben-Code, wo jeder andere Programmierer erstmal sagt, ja okay, gib mir erstmal 3000 Euro, bevor ich überhaupt erstmal verstanden habe, was der überhaupt will, dann ist das natürlich schon problematisch. Gerade wenn die Nutzung des Joomla Frameworks und das darunter der MVC-Standard eingehalten wird, haben Sie eigentlich relativ gute Chancen, dass ein Joomla wissender Programmierer sozusagen eine Anwendung relativ schnell versteht. Die Datenbankstruktur ist auch so ein Punkt, ist auch mal, ob man es jetzt beurteilen kann oder nicht, aber wenn die Datenbankstruktur, wenn man mal mit PHP MyAdmin reinguckt, wenn man so eine Anwendung testet, ist das einigermaßen verständlich, wie die Daten aufgebaut sind, weil wenn Sie eine Zeit lang auch wieder Ihr Geschäft betreiben, wird es mit ziemlicher Sicherheit darauf kommen, dass Sie mit diesen Daten irgendwann mal was anderes machen wollen. Entweder Statistiken oder in Ihr eigenes Warenwirtschaftssystem übernehmen oder was auch immer. Und dann ist es relativ wichtig, dass man diese Datenstruktur, dass sie nachvollziehbar ist und dass man darauf zugreifen kann und sie in Excel zum Beispiel weiterverarbeiten kann. Und wenn Sie da auch nur Kraut und Rüben sehen und kein Mensch weiß, wie jetzt die Bestellungen mit den Kunden und mit den Produkten zusammenhängen, dann wird schon schwierig. Und selbst auch wenn Sie mehrere Produkttabellen mit Redundanzen drin sehen, also das heißt, die Produkte tauchen in verschiedenen Tabellen auf einmal auf, ist das immer schon ein schlechtes Zeichen. Und ja gut, offener Code ist klar, wir sind Open Source. Es gibt einige verschlüsselte Anwendungen. Es ist nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, dass das schlecht sein muss. Aber da ist immer das Problem, auch da, wenn ein Entwickler da irgendwie plötzlich mal nicht mehr erreichbar ist und Sie haben eine Sicherheitslücke, Sie können niemanden anderen ransetzen, der das mal eben fixt. Bei Open Source, also wenn das quelloffener Code ist, haben Sie immer die Möglichkeit, selber sozusagen zu veranlassen, etwas zu tun. Warum das so wichtig ist, warum ich diesen ganzen Quatsch sozusagen davor erzähle, über Qualitätskriterien und Auswahlkriterien bei einer E-Commerce-Software, weil das ist, so wie wir ihn kennen, der typische Ablauf eines E-Commerce-Projektes. Der Kunde kommt zu uns und sagt, ach, eigentlich brauchen wir nichts Besonderes. Wir haben nur ein paar Produkte und ist alles ganz normal und so weiter. Natürlich sagt er das, um den Preis niedrig zu halten. Dann kommen, wenn die ersten Sachen laufen, das muss aber so sein, das ist in unserer Branche so und ich dachte, das wussten Sie. Dann, wenn er merkt, dass man das auch anpassen kann und dass das auch dann funktioniert, dann sagt er, kann man das denn nicht auch so machen? Kann man das denn? Dann kommen nämlich die ersten Wünsche dazu und dann geht es eben weiter bis wir möchten gerne noch und wir brauchen noch. Und das ist eigentlich das Typische bei E-Commerce-Anwendungen. Es gibt fast nichts Wichtigeres, außer jetzt eben die Sicherheit, als die Flexibilität bei E-Commerce-Anwendungen. Weil gerade bei E-Commerce-Anwendungen ist es so, jeder Shopbetreiber möchte sich von seinem Wettbewerber abheben. Möchte irgendwas bieten, was seinen Kunden sozusagen exklusiv oder was in seinem Shop besser ist als bei anderen. Weil es geht um Geld, es geht um Geschäft dabei. Das ist nicht 0815, eine Vereinswebseite, wo alle froh sind, dass die Ergebnisse vom letzten Wochenende am Montag schon draufstehen. Nein, das ist etwas, wo man wirklich was bieten muss, um den Kunden zu überzeugen, bei sich zu kaufen und nicht bei A, B, C oder Y oder Amazon oder wo auch immer. Und deswegen ist diese Flexibilität extrem wichtig. Das sieht man eben auch hier. Sind mehrere Punkte, wie gesagt, Anpassung an Kundenwünsche ist eigentlich immer der Hauptknackpunkt, aber natürlich ändern sich auch rechtliche Rahmenbedingungen.
Gestern waren eben in diesem Vortrag waren Punkte beim rechtssicheren Onlineshop. Die gab es vor 2 Jahren, als wir den Vortrag das letzte Mal hatten, gab es die einfach noch nicht, weil da im Laufe der letzten 2 Jahre einfach Urteile waren, die die Handhabung eines Onlineshops einfach geändert haben. Und sowas muss man eben umsetzen können. Dann natürlich Produktanforderungen. Es ist was völlig anderes, ob ich eine Seltzerflasche verkaufe, T-Shirts oder Notebooks. Alle Produkte haben unterschiedliche Attribute, alle Produkte haben unterschiedliche Beschreibungsumfang. Auch wenn ich Produkte vergleichen möchte, ist das natürlich etwas, wo ich die Möglichkeit haben muss, mein Produkt möglichst genau zu beschreiben. Dann technischer Fortschritt, kennt man. In vielen Shops laufen Videos heutzutage, Ajax-Gebimmel und Gebammel, dass das eben schick aussieht und so weiter und so fort. Da will natürlich ein Shopbetreiber eben auch mitziehen und sich natürlich eben vom Wettbewerb abheben. Ja, bei Joomla ist es eben so, wie gesagt, über 8000 Extensions. Wer die Wahl hat, ne, der hat dann eben auch die Qual, die Auswahl der passenden Erweiterung. Wenn ich allein auf die Shopping-Cart-Systeme gehe, dann habe ich mehrere echte Extensions, sage ich jetzt mal so, also richtige Komponenten, die in Joomla laufen und Shopping-Cart-Funktionen abbilden. Die drei größten und wichtigsten, sage ich jetzt einfach mal, sind die drei. Virtuemart natürlich seit ewigen Zeiten das E-Commerce-Tool unter Joomla. Die zwei etwas neueren, RedShop und Tienda. Tienda ist noch nicht offiziell stable, das heißt, die sind immer noch mit einer Null am Anfang der Versionsnummer. Es ist auch ganz merkwürdig bei Tienda, die haben in 2010 haben sie eine richtig dicke Welle, würde ich mal einfach sagen, gemacht. Also es war in aller Munde. Dauernd wird getwittert, überall erschien Tienda, Tienda, Tienda und alle waren irgendwie ganz heiß, dass es was ganz Tolles Neues gibt. Aber irgendwie seit Anfang dieses Jahres höre ich so gut wie nichts mehr von Tienda und ich bin eigentlich alles, was Joomla E-Commerce betrifft, immer mit zwei offenen Augen unterwegs, weil mich das natürlich auch betrifft und interessiert. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Also ich habe von dem Raphael, das ist die Firma Dioscuri, die das macht, Tienda, habe ich jetzt auch ewig nichts gesehen. Ich habe ihn auch lange bei Skype nicht online gesehen und ist ja auch völlig egal. Jedenfalls weiß ich nicht genau, was da ist. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, die wollten was ganz Tolles machen und haben die Komplexität, sage ich mal, eines E-Commerce-Systems einfach, ich will nicht sagen unterschätzt, aber vielleicht falsch eingeschätzt. Weil die haben ganz tolle andere Applikationen bei Dioscuri, die auch ganz toll laufen, die auch weiter gepflegt werden. Das heißt, es passiert bei denen was. Aber so ein E-Commerce-System ist eben nochmal eine Nummer mehr als jetzt, sag ich mal, so ein Support-Ticket-System. Gut, ist eine reine Vermutung von mir, kann ich jetzt einfach nur so mal in den Raum stellen. RedShop ist mit Abstand der aktivste von den dreien. Muss man leider so sagen. Also, wer es nicht weiß, ich komme ja eher aus der Virtuemart-Ecke. RedShop ist mit Abstand der aktivste von den dreien. Die haben einfach die Zeichen der Zeit erkannt, dass bei Virtuemart, sag ich mal, aus verschiedenen Gründen so eine kleine Entwicklungsdelle drin war. Und da haben sie volles Rohr reingehauen und haben auch ziemlich viel Manpower reingesetzt, um da was zu entwickeln, was auch, sag ich mal, in vielen Bereichen Virtuemart sehr, sehr stark ähnelt. Aber sie haben eben auch vieles obendrauf gesetzt. Die sind gut, die Jungs. Das kann man nicht anders sagen. Nicht nur, weil sie Sponsor sind. Hier am Joomla Day, die sind ganz gut. Die sind aktiv, die machen Add-ons und die sind etwas, was beim Virtuemart komplett abgeht, sind sehr, oder nicht sehr, aber die haben einen relativ hohen Anteil an Marketingfunktionen in der Software. Das heißt, After-Sales-Mails und so weiter und so fort. Das heißt, dass man einen Kunden, weil das Schwerste ist ja, den Kunden erstmal zu sich zu kriegen und dann sozusagen den Kunden zu pflegen, zu motivieren, neue Sachen zu machen, da haben die ganz gute Sachen. Und die entwickeln auch drumherum, die haben Red Member, die haben Red ERP oder so ähnlich heißt das. Also das heißt, so ein Online-Warenwirtschaftskonstrukt, dass man eben Warenwirtschaftsfunktionen eben direkt auch mit dem Shop verbinden kann. Wie gesagt, also die sind aktiv und haben ja vorne den Stand, da kann man sich alles angucken, was die da machen. Muss ich sagen, leider aus Virtuemart-Sicht ist das im Moment eine ziemlich starke Konkurrenz. Nichtsdestotrotz hat Virtuemart eine unglaublich große installierte Basis, wie das ja immer so schön heißt. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sich auch mehr oder weniger gut mit Virtuemart auskennen. Und es gibt Templates in Template-Clubs, die auch mit
die man mit Virtual betreiben kann. Das heißt also, es gibt schon Möglichkeiten, eben auch mit Virtual, ohne jetzt einen Designer zu beauftragen, einen ansprechenden Shop zu gestalten. Dann gibt es die sogenannten Bridges. Sicherlich gibt es noch mehr E-Commerce-Systeme, da komme ich gleich auch noch zu, aber jetzt mal von der Wichtigkeit her. Es gibt die sogenannten Bridges, das heißt, es werden externe E-Commerce-Systeme an Joomla angebunden. Das heißt, die laufen nicht in Joomla, wie jetzt Tienda, Virtualmart und RedShop. Die benutzen ja die eigene Joomla-Datenbank, die Joomla-Datenbank-Klasse, die Joomla-User-Datenbank und so weiter und so fort. Die haben ihre eigene Datenstruktur, ihre eigene Datenbank, und dann gibt es eben Programme, die die beiden Systeme eben verheiraten. So, das kennt man schon seit langer Zeit. Früher war das hauptsächlich diese Forensysteme, die mit Bridges angebunden wurden. Und da hat es überall in allen Ecken und Enden geknallt. Das war eigentlich keine schöne Sache. Also Bridges wären für mich auch nur absolute Notlösungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich halte da persönlich überhaupt nichts von. Die einzige Ausnahme ist Mage Bridge, oder wie man das auch immer ausspricht, also die Magento Bridge von Jireo. Jireo, oder wie ausgesprochen werden. Ganz kurz, auch wenn ich jetzt über kommerzielle Extension spreche, weil MageBridge ist eine kommerzielle Extension, das soll keine Werbung sein, es soll einfach ein Überblick sein. Also ich habe mit denen nichts zu tun, ich kriege keinen Cent ab, wenn sie jetzt da rausgehen und irgendwas kaufen, nur zur Info. Ne? Also es ist keine Werbung jetzt von mir jetzt dafür. Nur, dass man es weiß, also dieses MageBridge sticht so ein bisschen raus bei den Bridges, weil es einfach eine Bridge ist, die nicht nur die Daten verbindet, sondern die wirklich die Daten in Joomla reinholt. Also das heißt, es gibt Joomla-Plugins, es gibt Joomla-Module, es gibt Menü-Anbindungen und so weiter und so fort, die Magento-Daten in Joomla reinholen. Das heißt, wie gesagt, also es geht viel, viel weiter als das, was man vielleicht klassischerweise oder üblicherweise unter einer Bridge versteht. Also das ist schon, wenn man sich Magento antun will, ist das, denke ich mal, die Wahl, wenn man das mit einer Joomla-Seite verbinden will. Aber Magento spielt natürlich auch integrationsmäßig und aufwandsmäßig, sei es jetzt bei der Einrichtung, beim Betrieb, in einer anderen Liga als jetzt die drei oberen, muss man ganz klar sagen. Also da ist, ich habe letztens eine Statistik gesehen, der durchschnittliche Magento-Shop kostet 8.000 bis 15.000 Euro als Durchschnittspreise. Da gibt es sicherlich Shops, die haben noch eine Null hinten dran. Das ist in unserem kleinen kuscheligen Joomla Open Source Bereich deutlich niedriger. Also ich sag mal so, ich denke mal, da ist ein Shop-System mit 5.000 Euro ist schon ein ziemlich ordentliches Ding. Sicherlich gibt es da auch ganz andere Hausnummern, aber das muss man einfach wissen, wenn man sich mit Magento einlässt. Und da sind auch die laufenden Kosten natürlich eine andere Hausnummer. Dann gibt es die Kombinationslösungen, nenne ich das jetzt einfach mal. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen. Das sind, soweit ich weiß, gibt es hauptsächlich K2Mart, und es gibt noch einen zweiten, den Namen habe ich leider vergessen. Es gibt zwei E-Commerce-Extensions für K2, die CCK, wo man aus diesem CCK einfach einen Shop versucht zu machen, sage ich einfach mal. Das eine basiert auf VirtualMart. Das andere ist eine Eigenentwicklung von jemandem, der eben in K2 quasi eine Shopping-Lösung anbietet. Der Hauptgrund dafür ist einfach, dass K2 als CCK, als Content-Darstellungssystem, natürlich tolle Möglichkeiten bietet im Template-Bereich, im Layout-Bereich und so weiter. Und wer VirtualMart kennt, weiß, dass das nicht immer das Allereinfachste ist, ein Shop-Template für VirtualMart zu programmieren. Und da ist dann diese Idee K2Mart entstanden, dass man eben sozusagen VirtualMart als Backend nimmt und die Produktdarstellung und so weiter in K2 macht. Dazu muss man allerdings wissen, das ist eine ganz tolle Sache, aber auch nur für, sag ich mal, Shops eines gewissen Komplexitätsgrades, weil zum Beispiel Mother-Child-Products, also das heißt Mutter-Kind-Produkte, funktionieren damit nicht. Bestimmte Attributtypen funktionieren nicht. Produkttypen funktionieren mit K2Mart nicht. Das heißt also, ganz zu Anfang, wo wir gesagt haben, man muss gucken, was eigentlich sein Anwendungsbereich ist, muss man eben solche Sachen eben einfach schon wissen. Habe ich solche Produktabhängigkeiten? Habe ich Produkttypen? Will ich wissen, ob es ein Produkttyp Ticket ist oder ein Produkttyp was auch immer? Dann fallen solche Sachen in der Regel schon mal raus. Gut, natürlich gibt es noch mehr. Es gibt
wenn man im Extensions Directory guckt, da habe ich jetzt nur die wichtigsten genannt, die alle, sage ich mal, eine einigermaßen gute Wertung haben und auch eine einigermaßen zwei- oder dreistellige Downloadzahl. Na gut, ein paar mehr haben sie schon, aber das ist Rock Quick Card von Rocket Theme, Simple Caddy, Joom Shopping. Das sind so auch Shop-Systeme, aber da laufen sie sehr, sehr schnell an Grenzen und gerade, was wir vorhin sagten, an die deutschen deutschen Vorschriften, die können sie mit denen in der Regel nicht abdecken. Ist zwar sehr verlockend zu sagen, irgendwie, die sind alle klein und handlich und wenn man dagegen Virtualmark sieht, wo man schon, was soll ich, das mit einem 2 Megabyte Upload Limit Problem hat, wenn man es installieren will und die kommen irgendwie mit keine Ahnung, 500K oder sowas ZIP-Dateien her. Das sind einfach, ist ein unterschiedlicher Umfang, aber es hat eben auch seinen Grund. Ich meine, Virtualmark ist bis heute die einzige Extension, die, sag ich mal, die größten Teile der Welt, in den größten Teilen der Welt eingesetzt werden kann. Keine andere Extension kann die EU-Steuerrichtlinien, gut, bei Virtualmark funktioniert es nicht immer, aber sag mal 99% der Fälle funktioniert es. Also es gibt eben relativ selten Probleme, aber Virtualmark kann das eben. Und das können eben die meisten Systeme nicht. Und das hat natürlich den Grund, allein diese ganze blöde Steuerprogrammierung in Virtualmark ist so ein Berg an Code. Und das ist hat eben seinen Grund. So, und es ist leider so, in Amerika kann man die Dinger alle wunderbar einsetzen, aber bei uns eben nicht so. Und wenn Sie die erste Abmahnung gekriegt haben dafür, für die Dinge, die da eben nicht so laufen, wie es in Deutschland vorgeschrieben ist, dann können Sie sich überlegen, ob Sie die Kosten nicht gleich in jemanden, in einen Programmierer investiert hätten, der das dann richtig gemacht hätte. Das ist eben einfach Problem bei diesen kleinen, wie gesagt, eigentlich nett, wären nette Möglichkeiten, einfach eine kleine Sache zu machen. Ist problematisch. Dann gibt es in den Startlöchern, das heißt also im Moment sind zumindest vom Anschein her relativ große E-Commerce-Projekte in den Startlöchern. Da ist unter und mehr ist einer, den habe ich Anfang des Jahres gesehen, war auch von relativ namhaften Leuten. Ich habe mir auch den Bookmark gesetzt, ich weiß es, aber der ist irgendwie weg und ich weiß den Namen nicht mehr. Es gibt also noch eine dritte, weißt du das, wer noch irgendwie? Also es gibt einen dritten, der auch wohl, sage ich mal, eine komplexe E-Commerce-Anwendung in der Mache hat. Aber wie gesagt, ich weiß ihn nicht mehr. Cargo Commerce ist eins von den Leuten, die auch hinter CorePHP stecken. Also Leute, die in der Joomla-Community schon relativ lange aktiv sind. Also auch tatsächlich ein relativ ernstzunehmendes Projekt. Also kann man davon ausgehen, dass da vielleicht immer mal was kommt. Aber im Moment ist da nur eine Seite, die eben sagt, hier kommt die tollste und beste E-Commerce-Anwendung aller Zeiten. VMX Card, will ich gar nicht so viel zu sagen, weil das ist unseres, also kein Eigenlob. Das ist nur eben eine komplett andere Art von E-Commerce. Das ist kein komplettes Programm, wie jetzt Virtualmark, Tienda oder sowas, sondern es ist eher eine Schicht, die sich zwischen Joomla und anderen Anwendungen setzt, die im Prinzip andere Anwendungen erlaubt, zu E-Commerce-Systemen zu werden. Und das ist eigentlich allein dem Gedanken der Flexibilität geschuldet, dass ich sagen kann, ich nehme mir, egal welche Anwendung ich gerne möchte, die am besten das erfüllt, was ich gerne machen möchte, nehme ich mir und mache daraus eine E-Commerce-Anwendung. So, und das erlaubt VMX Card. Die bietet eben die Möglichkeit, sei es jetzt aus dem Forum, wenn ich Support verkaufen möchte, ich kann mit dem Kunina-Forum oder Ninja-Board oder was auch immer, kann ich sagen, wenn du einen Thread eröffnen möchtest, also eine Frage stellen möchtest, dann kostet das 20 Euro, dafür kriegst du aber auch garantiert, dass sie in 24 Stunden beantwortet ist. Solche Sachen kann ich dann eben machen und es ist ein komplettes E-Commerce-Backbone dahinter, was Payment, Order-Verwaltung und so weiter und so fort abwickelt. Nationalitäten, Steuersachen und so weiter und so fort sind komplett alles Plugin gesteuert. Das heißt, wenn ich in Deutschland bin, nehme ich eben das deutsche Plugin für die ganze, und dann habe ich den ganzen Kram wie Widerrufserklärung drin. Wenn ich in Amerika bin, brauche ich den ganzen Kram nicht. Hat den Vorteil, es ist nicht so bloated oder so aufgebläht wie bei Virtualmark, wo ja nur eben alles drin ist, sondern ich nehme nur das, was ich wirklich brauche. Und ein Satz noch dazu, es ist eben einfach so, dass wirklich jede Funktionalität in VMX Card, es gibt keine Ausnahme dabei, ausgetauscht werden kann, überschrieben werden kann oder, also ausgetauscht und überschrieben ist ja ziemlich das Gleiche, vor und hinterher Code ausgeführt wird und der eigene Code eben auch ersetzt werden kann. Das heißt, wenn ich beispielsweise in der Produktdarstellung mehrere Bedingungen habe, die ich
abfragen muss, weil ich vielleicht Produkte habe, die nicht jugendfrei sind oder Produkte habe, wo ich nur eine regionale Vertriebserlaubnis habe und so weiter, dann kann ich solche Sachen über ein Plugin einfügen und sagen, lieber Kunde, bevor du das Produkt anguckst, muss ich wissen, woher du kommst, weil wenn du aus was weiß ich, Bayern kommst, darf ich es dir nicht verkaufen. So, und solche Sachen sind damit völlig standardkonform, Joomla-Plugin installieren, aktivieren, fertig, sind damit möglich. Gut, dann also zu dem Bereich Shops, weil jetzt gehen wir ein bisschen in die anderen Bereiche, zu dem Bereich Shops noch Zwischenfragen? Ja, wird schon mal gesehen, ist es so, WirtSmart ist in der Entwicklung für WirtSmart 2. Das wird 1.5, 1.6, 1.7 kompatibel sein. der Max Milbers ist heute Nachmittag auf jeden Fall um 14 Uhr hier. Der wird das beantworten können, ob die Antwort befriedigend oder wahr oder unwahr ist, kann ich nicht beurteilen. Gestern im Vortrag hat er zwischen 4 Wochen und 3 Monaten immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich kenne den Code, ich kenne WirtSmart 2, ich habe meine eigene Meinung dazu. Ich bin nicht der Meinung, dass WirtSmart 2, sonst hätte ich nicht vor dem X-Card gemacht, weil das ist letztendlich das, wo ich der Meinung bin, das ist die Zukunft von E-Commerce, dass man eben wirklich alles flexibel halten kann und monolithische Systeme einfach out sind. Wir nehmen uns das, was den Job am besten macht. Kein E-Commerce-System wird ein Template-System programmieren können, was so gut ist wie das von Zoo zum Beispiel. So, dann nehme ich eben Zoo als Darstellungsmodul. Warum soll ich da ein E-Commerce-System vergewaltigen und darum basteln? So, und das ist eigentlich meine Meinung dazu und mein Ansatz dazu. Gut, WirtSmart 2 ist für den reinen WirtSmart-Anwender, der mit dem, was WirtSmart macht, zufrieden ist, auch der Funktionalität zufrieden ist, sicherlich der nächste logische Schritt. Wann es kommt, weiß ich nicht. Wenn ich eine Schätzung abgeben soll, wenn wir Glück haben, dieses Jahr. Aber das ist eine ganz... Ja, ich werde ungern, weil es gibt auch in der Vergangenheit so ein paar Querelen zwischen mir und dem Team. Und wenn ich dann was sage, dann wird das immer vielleicht falsch ausgelegt. Aber dann stehen im Forum so Sachen irgendwie, dass das in 1.7.1 oder was weiß ich, in SVN wieder Sachen drin sind, die wird schon mal kaputt machen. Keine andere Extension hat damit Probleme. Ja, aber da. Ja, aber da fehlen ja. Ja, genau, und da fehlen auch noch 40% der Funktionen drin. Ja, eben, und das ist, wie gesagt, ich kann es nur von dem beurteilen, was ich mir im SVN runterlade. Alle 2 Wochen mache ich das so. Am Wochenende, wenn Fußball läuft, gucke ich mir das nebenbei zwischendurch mal an, um auf dem Laufenden zu bleiben, was da passiert. Der Code aus reiner programmiertechnischen Sicht ist nicht schlecht, aber die Logik, die dahinter steckt, ist nicht meine. So, und das ist letztendlich das Einzige, das wissen die auch, deswegen mache ich da auch nicht mit. Und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ob das irgendwann fehlerfrei sein wird, ob die Funktionalitäten so sind, wie ein Shopbetreiber das braucht, wird man sehen. Und letztendlich, das muss dann auch der Shopbetreiber entscheiden, ob das so ist. Nicht zuletzt deswegen haben wir jetzt auch glücklicherweise endlich nach einem Jahr eine Einigung gefunden, dass wir jetzt zum Beispiel die WirtSmart 1.1 Shop selber weiterpflegen dürfen. Da gab es eben auch viel Streit. Das heißt eben, um dieses Time-Lag für die Shop-Betreiber, die jetzt eben WirtSmart 1.1 im Einsatz haben, dass sie selber entscheiden können, wann und wohin sie updaten. Dass sie einfach noch ein Jahr Zeit haben, um zu gucken, wie läuft WirtSmart 2 eigentlich. Und zwar warten, bis die Fehler alle raus sind und solche Geschichten. Und trotzdem WirtSmart 1.1 Updates und Bugfixes und so weiter kriegen. Das gibt es jetzt endlich, Gott sei Dank, eine Einigung, und das ist auch gut für WirtSmart, dass die Anwender jetzt von WirtSmart zumindest die Möglichkeit haben, vielleicht mal die ein oder andere Funktionserweiterung zu bekommen, die eine oder andere modernere Geschichte im Backend zu bekommen und Tools noch dazu zu bekommen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, WirtSmart 2 ist wirklich ein Thema für sich. Heute Nachmittag um 14 Uhr kann ich es uns nur empfehlen. Bietet der Max Milbers hier so einen kleinen WirtSmart-Workshop an, wo man sicherlich auch solche Fragen nochmal loswerden kann. Achso, das war mir noch geil. Achso, weitere Fragen noch zum Shop-Bereich?
Wolltest du mich jetzt rausschmeißen? Oder? Achso, gut. Ich glaube, wir haben schon 40 Minuten gesammelt. Ne? Die Zeit vergeht immer so schnell. Gut, ich bin ja den ganzen Tag hier, man kann mich ja jederzeit ansprechen. Subscription-Systeme, die nächsten drei Punkte gehen so ein bisschen mehr oder weniger ineinander über. Subscription, Membership, Paid Content, zum Beispiel AEC, das Account Expiration Control, bietet alle drei Möglichkeiten an. Also das bietet für etliche Komponenten Payment-Möglichkeiten an, also dass man Zugänge und so weiter darüber schafft. Ambra Subscriptions ist ein gut gepflegtes, sehr sauberes Programm von Dioscuri, die auch Tienda machen. AEC ist ein deutscher Entwickler, David Deutsch, also wie der Name schon sagt. Der ist auch sehr aktiv, sehr rege, entwickelt an dem Tool wirklich gut. Das kann schon fast so viel, dass man wirklich sich damit erstmal beschäftigen muss, wie konfiguriere ich das eigentlich, aber es kann wirklich sehr viel. Das ist und wirklich für einen schmalen Kurs in der Subscription wird das angeboten. Ich glaube, die billigste Subscription ist 30 Euro oder sowas. Der ist sehr aktiv, manchmal so ein bisschen genervt, aber das darf man nicht so ernst nehmen. Gut, dann habe ich einfach aus dem JAD noch ein paar Sachen genommen, die ich persönlich nicht kenne, aber die eben auch gute Bewertungen hatten. Erst Membership, JE Membership, OSE Membership, die haben gute Bewertungen, gute Downloadzahlen, haben auch eine, sag ich mal, relativ weit zurückliegende Einstellungs- oder Create-Date im JAD. Das heißt, die gibt es eben auch schon relativ lange, also werden die drei schon eine gewisse Wichtigkeit haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, man kann mit E-Commerce-Shopping-Systemen wie Virtualmart und RedShop zum Beispiel, kann man auch Memberships verkaufen. Es gibt Erweiterungen dafür, dass man mit Virtualmart und bei RedShop gibt es tatsächlich eine Red Member oder sowas, eine Extension, die sowas eben können. Also es ist nicht so eine klare Abgrenzung, wie das jetzt hier auf den Slides vielleicht aussieht. ja, wie gesagt, Membership-Geschichten für Joom Social, Community Builder. Auch da die eben genannten, die Subscription-Bereiche sind da relativ wichtig. Das sind, sag ich mal so, Bereiche, soweit ich das überblicken kann, ist das in Deutschland noch nicht so eine große Nummer. So mit bezahlten Gruppen irgendwie in Communities kommt mir relativ selten über den Weg. Ich finde das eigentlich selber ganz interessant. Für Virtualmart haben wir eine für Joom Social Erweiterung, dass man Gruppenzugehörigkeiten verkaufen kann. Aber wie gesagt, das haben wir einmal programmiert und noch nie verkauft, aber also in Auftrag programmiert. Wie gesagt, ich denke mal, dass das keine uninteressante Geschichte ist, gerade wenn es immer weiter geht, dass Wissen online geteilt wird, dass man eben Gruppen hat, wo man eben gegen Bezahlung reinkommt. Es gibt eine E-Commerce-Community-Gruppe von einem Menschen, der heißt Bob Blum. Der hat so einen Joomla E-Commerce Club. Das kostet irgendwie 23 Euro im Monat oder Dollar, ja, irgendwas in kanadischen Dollar, das sind 23 Euro. Und da wollen sich Leute eben treffen und das Geld eben verwenden und sammeln, um E-Commerce Extensions programmieren zu lassen, die dann den Gruppen, die Gruppen dann wieder zur Verfügung haben für ihre eigenen Lösungen. Ja, wie gesagt, Paid Content Systeme, auch zum Beispiel mit AEC möglich. Verzeichnissysteme wie Sobi zum Beispiel kann man auch als E-Commerce-Anwendung verwenden oder sehen. Zum Beispiel Sobi hat die Möglichkeit, bezahlte Verzeichniseinträge zu haben. Das heißt, wenn Sie Branchenverzeichnisse haben und sagen, okay, ein Jahr, wenn du hier ein Jahr drinstehen möchtest, kostet dich das 15 Euro und wenn du auch noch ein Bild hochladen willst, kostet dich das 25 Euro. Ist ja sicherlich auch ein E-Commerce-Konzept, wenn man, was weiß ich, eine regional gut besuchte Seite hat oder sowas und der Branchenplattform oder sowas machen möchte, was auch immer diese Möglichkeiten bestehen eben. Wenn Sie 50.000 oder mehr Leute am Tag auf Ihrer Seite haben, ist Werbung sicherlich auch ein sehr lukratives Konzept. Wie heißt das nochmal, was du benutzt? Das ist aber kein Joomla-Ding, ne? Also es gibt verschiedene Banner-Module für Joomla, die natürlich in aller Regel auf solche Sachen wie AdSense, also von Google aufsetzen, mit denen man eben den nötigen Traffic vorausgesetzt auch sein Geschäft machen kann. Dann geht es natürlich weiter zu den Affiliate-Geschichten, ob es jetzt solche Sachen sind wie bei Amazon, wo sie eben direkt Produkte auswählen können und von Amazon ihre Provisionen kriegen, oder eben andere Affiliate-Geschichten, wo sie bloggen oder schreiben und Links zu Produkten drin haben, wo sie eben Affiliate-Partner sind. Da gibt es Tools eben auch für Joomla.
die diese Outgoing Links, also die Links, die rausgehen von ihrer Seite, eben auch tracken. Das heißt, dass sie selber eine Kontrolle haben und sich nicht nur auf den Affiliate-Partner verlassen müssen, dass er ihre Links auch richtig zählt, dass sie sowas eben in Joomla mit einbinden können. Solche Sachen wie eBay-Auktionen, das ist irgendwie nicht mein Ding, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt, ist aber eine eigene Kategorie im Joomla Extensions Directory, scheint also von Leuten genutzt zu werden. Ich weiß nicht, was man damit macht, ich habe auch noch nie was bei eBay eingestellt, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür, aber es gibt da, glaube ich, 20 Extensions, die irgendwas mit eBay machen. Gut, Spenden und Donations, das ist der beliebte Button, der in Deutschland selten geklickt wird, wo Leute eben freie Sachen anbieten und darauf hoffen, dass sie eben Donations eben bekommen, ist im weitesten Sinne auch E-Commerce, weil man damit ja Geld verdient. Eine Sache, wo mir gestern das Slide irgendwie verloren gegangen ist, es gibt noch ganz einfache Möglichkeiten, wenn Sie wirklich ein, zwei, drei Produkte haben, wo sie sich auch gar nicht um den ganzen Kram mit rechtlichen Geschichten und so weiter kümmern wollen. Es gibt durchaus die Möglichkeiten, zum Beispiel mit PayPal einen Add-to-Cart, also, oder einen Buy-Button direkt in die Seite einzubinden. Da gibt es Plugins für, mit dem Sie in PayPal ein Produkt definieren. Dann kriegen Sie einen Button-Code, den bauen Sie sich einfach in Ihr Com-Content oder in Ihr K2 oder was auch immer Sie verwenden ein. Und dann haben Sie einfach ein Produkt, was Sie verkaufen können, wo aber im Prinzip der Klick sofort auf PayPal weiterleitet und PayPal die komplette Abwicklung übernimmt. Das ist sozusagen die einfachste, unterste Ebene Joomla E-Commerce, die aber durchaus nicht schlecht sein muss. Kommt ja immer darauf an, was man hat. Wenn man, was weiß ich, zwei, drei Produkte hat, von denen man hunderte verkauft, dann lass es doch bei PayPal machen, habe ich nicht den ganzen Aufwand für. Ich kriege meine E-Mails, kann das bei mir lokal verwalten und gut ist. Ja. Jetzt sind wir wirklich am schon was, dann hangle ich da mal schnell durch. Wie finde ich, was ich brauche? Schon zweimal gesagt, Bedarfsanalyse, Bedarfsermittlung ist das A und O. Wenn Sie nicht wissen, was Sie brauchen, können Sie auch nicht aussuchen, was Sie brauchen. Dann muss die Machbarkeitsbewertung eben sein. Das heißt, Sichtung der anhand der Bedarfsanalyse, was ich haben will, gucken, was es gibt. Dann sozusagen wahrscheinlich danach nochmal Überarbeitung der Bedarfsermittlung, so an was muss ich unbedingt haben und nice to have sozusagen, dass man vielleicht so eine sinnvolle Auswahl an Erweiterungen hat, die man dann eben sichtet anhand der Qualitätskriterien zum Beispiel, die ich vorher gesagt habe, und die dann eben auch testet und dann eben implementiert. Und das ist eben gerade bei E-Commerce-Systemen nicht ganz trivial in der Regel. Was wir schon an Virtualmarkt-Falschkonfigurationen gesehen haben, geht auf keine Kuhhaut. Und trotzdem verkaufen die Leute irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich würde in den Shops niemals kaufen. Aber ist eben so. Dann gibt es eben, weil es eben teilweise relativ komplex ist, die Möglichkeit, Sachen einfach eben fremd zu vergeben. Und da muss man darauf achten, eine Agentur, eine Werbeagentur ist nicht unbedingt immer der perfekte Ansprechpartner für E-Commerce. Ist eben leider so. Die können arbeiten vielleicht auch manchmal mit Profis zusammen, aber es ist eine Agentur manchmal ein bisschen schwierig. Aber gerade im E-Commerce-Bereich kann ich wirklich nur empfehlen, lassen Sie jemanden drauf gucken, der sich damit auskennt. Weil wenn die Sache irgendwann mal größer wird oder Sie haben irgendjemanden, der das gar nicht mag, dass Sie das machen, der Ihnen einfach mal eine Abmahnung schickt und Sie haben da 500 Produkte drin, dann ist der Streitwert einfach mal schnell bei 50.000 Euro. So, und dann sind das 1.600 Euro Abmahnkosten. So, das macht keinen Spaß. So, und wenn Ihnen dort noch, dennoch gewisse Umsätze unterstellt werden, dann geht der Streitwert relativ schnell in die Höhe. Und das ist einfach eine blöde Sache. Und leider ist es so, auch wie die Frau Heukroth-Bauer gestern gesagt hat, die meisten Abmahnungen haben recht. Weil es ist einfach so, die deutsche Gesetzgebung ist so schwer zu durchschauen, was gerade Online-Geschäft oder Fernabsatz sozusagen betrifft, dass man, selbst wenn Sie auf die Internetseite von Otto gehen, hat die Frau Heukroth-Bauer gestern gezeigt, sie hat innerhalb von einer halben Stunde hat sie drei Verfehlungen festgestellt, auf so einer Seite wie Otto, wo sicherlich Leute sitzen, die was verdienen, was der ein oder andere von uns vielleicht nicht im Monat hat, aber auch denen passiert sowas. Und das heißt, Sie werden immer eine Möglichkeit finden, irgendjemanden abzumahnen. Und deswegen muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht, sag ich mal, die Scheunentore zu weit aufreißt. Und da wenden Sie sich an den Mann Ihres oder die Frau Ihres Vertrauens. Und wenn es nur ein Anwalt ist, den Sie einfach mal drüber gucken lassen,
Ob das. Wie lange? Half a minute. Last final words. Ja, wie gesagt, einfach nur wirklich der Tipp. Das sind in der Regel bei Joomla von Freiwilligen, von teilweise Laien programmierte Extensions, die natürlich einfach nur das Beste machen wollen. Die wollen ihnen nicht böserweise irgendwelche Scheunentore irgendwie in ihr Joomla bringen. Aber die wissen es teilweise nicht besser oder kommen aus Ländern, wo diese Sachen überhaupt gar keine Rolle spielen. So, und deswegen kann ich nur empfehlen, nicht darauf verlassen, dass eine Extension, die gut geratet ist, in Deutschland auch wirklich den Ansprüchen entspricht. So, das ist eigentlich so final words. Wenn irgendwie noch Fragen sind, das sind wir. Ich bin, wie gesagt, den ganzen Tag noch da. Können wir gerne sprechen. Ich glaube, die wollen uns jetzt hier raus haben. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, wie man, wie gesagt, mit dem JAD und E-Commerce Extensions umgehen kann und sich das raussuchen kann. Vielen Dank. Ja.